Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Uni hier und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Serie auf Rille zum Titel. Ja, Freunde, heute mal wieder ein gechilltes Night Let's Play und es werden wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen auch Night Let's Plays sein, denn die Folge, die ihr heute seht und die nächsten zwei, die am Dienstag und Donnerstag kommen werden, die werden alle vorproduziert sein, denn ich werde von Montag bis Donnerstag bei meiner Freundin zu Besuch sein. Ich habe sie jetzt über anderthalb Monate nicht mehr gesehen und deshalb bin ich für ein paar Tage bei ihr, Leute, und werde meine Videos dementsprechend vorproduzieren. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in diesem Video nicht auf eure Kommentare fürs nächste Video eingehen, deshalb das erstmal vorweg an dieser Stelle. Und ja, letzte Folge, was ging da ab, Leute? Dieser 3 gegen 1 Kampf, ey! Und dann sagen noch die meisten, ich habe ja am Ende diesen Finisher-Move von Cesaro gekontert und der war sogar ein Aufgabe-Move. Das heißt, hätten wir diesen Move nicht gekontert, hätten wir zu 100% verloren und wir kontern und drehen dieses Match nochmal. Also, das war definitiv ein Match, das wieder in die Geschichte eingeht. Das kann man einfach so gesagt haben. Es ist zu krank, Leute. Deshalb, Leute, lasst schon mal jetzt alle wie immer einen Daumen nach oben da als Unterstützung. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung kommt, wenn WWE kommt. Und ich würde sagen, wir machen jetzt weiter, denn wir sind jetzt hier an der Stelle angekommen. Wir stehen kurz davor, gegen Braun Strowman unseren Kampf zu bekommen. Um die World Heavyweight Championship, glaube ich, ist es sogar. Müsste. Aber das große Ding ist, Triple H will uns immer quasi Steine in den Weg legen. Und deshalb gibt es jetzt nochmal ein dickes 3 gegen 3 Match gegen, glaube ich, Braun Strowman ist es, The Miz und Bray Wyatt. Und wir kämpfen zusammen, ich weiß nicht, mit irgendwelchen zwei anderen. Schade, dass wir nicht zusammen mit Finn Balor und Cole Quinn gezockt hätten. Das wäre schon mega geil. Aber ja, wir starten jetzt rein, Leute, in den Kampf. Ich bin bereit, Leute. Ich habe abnormal Bock. Let's go! So, Leute, letzte Folge habt ihr unseren Eintritt, unseren Einlauf nicht gesehen und habt somit auch nicht El Rilles Stammhymne gehört. Aber jetzt hört ihr sie im Hintergrund und da habt ihr euren King in the Ring, in the motherfucking Jizzle, Shizzle, in the Fizzle. Junge, Junge, da kommen wir rein. Und ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall, wenn ich wieder zurück bin von meiner Freundin, brauchen wir ein dickes, dickes Feuerwerk im Hintergrund. WWE neigt sich auch langsam leider, leider dem Ende zu, die Karriere. Aber ja, bis dahin genießen wir noch jede einzelne Folge gemeinsam, Leute, und geben in jedem Kampf 100%. Und jetzt würde ich sagen, geht's rein in das Match gegen Braun Strowman, The Miz und Bray Wyatt zusammen mit Samoa Joe und dem komischen Rockstar, der seine Gitarre da kaputt gemacht hat, den wir die kaputt gemacht haben. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's! Guck mal, El Rilla, Alter, der guckt gerade schon ein bisschen nervös. Guck mal, Braun Strowman, der chillt da seine Eier. Okay, wir starten sogar rein gegen ihn, Alter. Komm her! Und mit dem haben wir noch einiges zu rupfen. Was soll die Scheiße denn von The Miz, dieser Spasti, Alter? Ohne Witz, dafür sollte er eigentlich eine Bombe kriegen. Scheiße, El Rilla, der muss jetzt ein bisschen sich unter Kontrolle halten, Alter. Der Braun Strowman, der hat auch schon zwei richtig fette Aktionen abgezogen. Moment, den juckt das nicht, dass wir ihn schlagen. Alter. Junge, das ist so ein Monstrum, der Typ, ne, dieser Braun Strowman. Aber hier, was? Guck mal. Geil. Was war das für ein Konter? El Rilla wollte ihn ziehen, aber kann es nicht. Guckt euch das an, was das für ein Brocken ist. Digga, der Typ, der wiegt ja so viel wie ich mal drei. Der wiegt locker dreimal so viel wie ich, der Typ. Junge, Junge, kranke Scheiße, dieser Braun Strowman. Das ist quasi wie der Kampf von vorgestern, Leute, nur dass wir nicht alleine sind mit zwei weiteren noch. Das heißt, wir können immer wieder schön tauschen, falls wir keine Energie mehr haben. Aber erstmal will ich den Braun Strowman so ordentlich auf die Fresse geben, Alter. Hier. Und jetzt kommt die berühmte El Rille. Sinne, den sie dann Kopfnuss-Attacke. Boom! Oder mit den Füßen. Ebenso. Genau. Was soll ich noch sagen? Genau. Ich werde die Folgen, die jetzt kommen, die heute und die übermorgen, die zwei, werde ich jetzt, wie gesagt, leider auch nicht zu lange halten können, denn ich bin ja gerade am Vorproduzieren, Leute. Viele sagen ja auch, ey, ja, nee, wenn du mal weg bist im Urlaub oder so, mach einfach keine Videos über diesen Zeitraum. Aber, keine Ahnung, ich kann das irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss immer diese Videos bringen für euch. So, ich finde, das ist komisch, wenn ich eine Woche weg bin und ich weiß, ich habe eine Woche keine Videos gemacht. So, wisst ihr, wie ich meine? Und da geht es mir wirklich null um das Geld. Wirklich. Also, es war ja auch schon, es war immer der Fall gewesen, obwohl es im März war, im Februar. So, ich habe euch ja gesagt, ich bin ja auch ganz ehrlich zu euch, Leute. Jetzt der Dezember ist der beste Monat eines YouTubers. Und deshalb, Leute, ja, ist es euch bestimmt aufgefallen, dass auf einmal komischerweise jeder YouTuber, der sonst einmal im Monat was hochgeladen hat, auf einmal anfängt, jeden Tag was hochzuladen oder dreimal die Woche. Und dann sagt er, ja, ich bin auf jeden Fall richtig motiviert und, ja, ich will jetzt wieder durchziehen und sowas. Aber, ja, dann gucken wir mal, welcher Monat es ist. Und es ist ja komischerweise Dezember, der beste Monat eines YouTubers. Ja. Das finde ich halt traurig, Leute, dass, keine Ahnung, manche YouTuber wirklich dann aus ihren Löchern kommen, wenn es bei YouTube das meiste zu verdienen gibt, ne? Natürlich ist das wirtschaftlich gesehen schlau, keine Frage, aber dann soll man das den Zuschauern nicht
vortäuschen, als ob, als würde man jetzt für die Zuschauer diese Videos auf einmal anfangen machen zu wollen. Rille, er kontert einfach. Oder weil Rille hat fast jede Attacke bisher von ihm gekontert. Er kontert zurück, Leute. Guck mal, es ist ja ein Hin und Her hier, Leute. Guck euch das mal an, dickes Hin und Her. Deshalb feiere ich das nicht so ganz. Und Leute, ich bin immer ganz ehrlich zu euch. Ich sage euch das ja. Klar versuche ich im Dezember wirklich auch immer meine Videos zu bringen, weil es für mich natürlich auch am meisten Profit macht, keine Frage. Aber ich sage euch das ganz ehrlich ins Gesicht. Und ihr wisst ja, ich bin sowieso einer, der auf meinem Gaming-Kanal jeden Tag ein Video hochgeladen hat. Also, ich habe ja jetzt nicht auf einmal angefangen, jeden Tag zwei Videos hochzuladen oder sowas. Da würdet ihr euch, glaube ich, sogar mega drüber freuen. Aber das schaffe ich halt einfach nicht von der Zeit. Und zum Beispiel werde ich vielleicht mal für irgendwelche Fortnite-Videos oder sowas, muss ich mal gucken. Mal gucken, ob die reinkommen jetzt, die zwei. Ja, guck mal, die haben schon direkt Schiss, dass ich gewinne gegen Braun Strowman. Aha, Bray Wyatt? Was ist los mit denen, Alter? Auf einmal mucken die beide hier auf. Ich will dem Braun Strowman noch einen schönen Finisher verpassen, bevor ich... Oh nein. Scheiße. Oh Gott, jetzt gibt's eine Tag-Team-Attacke. Boah, Junge, Rille ist geflogen, ey. Und wir haben noch ein Finisher mal zwei, Leute, mal zwei. Sollen wir mal Hot-Tag versuchen? Geht aber leider nicht gerade. Oh, shit. Rille kassiert jetzt gerade ein bisschen. Wir müssen uns gleich definitiv ein bisschen ausruhen. Scheiße. Ja, genau, ich habe überlegt, vielleicht für ein paar Videos mir auch sogar einen Cutter zu holen. Das habe ich auch schon gesagt gehabt. Weil klar, ich verbringe sehr viel Zeit mit dem Videoschneiden. Und ich finde es auch wirklich sehr schade, deshalb alle meine WWE-Zuschauer, ich weiß ja nicht, wer von euch alles meine Videos von Wenn Ausländer malen. Vor 3 Monaten kam die letzte Folge, da habe ich da vor 4 Tagen, glaube ich, die letzte hochgeladen. Und die kam überhaupt nicht gut an irgendwie. Da habe ich mich total gewundert, bin ich ganz ehrlich zu euch, Leute. Weil die letzte Folge, also Ausländer malen 4.0, die hatte, ne, jetzt gibt es erstmal einen Oh-mein-Gott-Moment, die hat... Alter, was geht denn jetzt ab, Digga? Was ist das für ein Oh-mein-Gott-Moment? Die hatte einfach 22.000 Likes und jeder hat geschrieben, ey, nee, bring das bitte wieder. Und jetzt bringe ich es wieder und die Folge ist untergegangen. Hat gerade mal 30.000 Klicks gemacht, 4.000 Likes. Und da frage ich mich, hey, wo sind diese 20.000, die das sehen wollten, allein von den Likes? Und diese 120.000 Zuschauer, die das gesehen haben. Wisst ihr, wie ich meine? So, und da frage ich mich dann, woran liegt das? Habe ich irgendwas falsch gemacht oder wurde das in der Abo-Box nicht richtig angezeigt? Deshalb, Leute, wer die Serie Wenn Ausländer malen geschaut hat, geht bitte auf vielgaming.tv und zieht euch das rein. Ich habe da so lange dran gesessen und habe mir da auch so viel Mühe mitgegeben. Und dann würde es mich echt freuen, wenn ihr das mal abchecken würdet. Sagen wir, tauscht mal mit Samoa Joe, aber Kukui. So, jetzt soll er sich mal ein bisschen um die kümmern. Und in der Zeit würde ich sagen, El Rille, Junge, der springt da wieder hoch. Leute, guck mal, da kommen die nicht mal rein, die anderen. Der Samoa Joe ist ja echt, keine Ahnung, was da los ist mit dem. Ich versuche den direkt zu pinfallen. So. Genau, ich wollte noch ein bisschen mit euch quatschen hier. Ja, zu diesem Punkt. Also, klar, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit WWE. WWE kommt super an bei euch. Es macht mir super, super viel Spaß. Das wisst ihr ja, das habe ich fast in jeder Folge gesagt. Und deshalb bin ich auch traurig, wenn es vorbeigeht, weil es ist wirklich ein Spiel, was mir sehr viel Spaß macht und gleichzeitig auch bei euch ankommt. Natürlich ist es für mich dann auch, sage ich mal, lohnt es sich mehr auch, weil es natürlich auch gute Klicks macht, keine Frage. Und es macht mir gleichzeitig auch abnormal viel Spaß, ne? So, und das ist halt das Krasse. Anderes Beispiel, Red Dead Redemption hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Jetzt nicht so viel wie WWE vom Spaßfaktor, fand ich. Aber Red Dead Redemption ist ja auch ein komplett anderes Spiel. Es ist ein Story-Spiel, aber von der Story war es wirklich eine 1. Wirklich, es war ein sehr, sehr geiles Spiel. Aber es hat halt nur 10.000 Klicks gemacht auf dem Kanal, ne? Und das, ja. Ich hoffe, ihr könnt mich da so ein bisschen verstehen, Leute. Ich versuche da immer ehrlich zu euch zu sein und euch nichts vorzugaukeln oder sonst irgendwas, Leute. Und ja, ich hasse das, keine Ahnung, ich will nicht, keine Ahnung, manchmal denke ich mir, dass einige von euch sich im Kopf zusammentrommeln, nee, der ist nur am Schleimen, der will sich nur bei uns einschleimen, weil so bin ich einfach nicht, das ist nicht meine Art, das ist nicht mein Charakter, aber ihr könnt wirklich jede Person privat fragen, privat, wirklich, alle meine Freunde privat, ne, oder die mich schon seit Tag 1 kennen, dass ich ein herzensguter Mensch bin und eigentlich immer das Beste will für jeden, solange er das Beste auch von mir will. Wenn einer mir nichts gönnt, gönne ich dem das Doppelte nichts. Wisst ihr, wie ich meine? Und so gehe ich einfach durchs Leben. Ist mir, mal ehrlich gesagt, scheißegal. So. Wenn einer durchzieht, wenn einer sich Mühe gibt, ich gönne ihm das, definitiv. Aber wenn er dann innerlich mir nichts gönnt, gönne ich dem das Doppelte nichts. So. Ich hoffe, das habt ihr verstanden. Und ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Also das sind jetzt gerade so Themen, die ich gerade einfach aus dem Armkrempel hole. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ich bin ja jetzt mit meiner Freundin. Also das Video, was ihr gerade seht, kommt jetzt natürlich am Sonntag online. Und ich bin von Montag bis Donnerstag bei meiner Freundin zu Besuch. Sie ist ja gerade bei ihren Eltern in Bayern, also nicht in Berlin, wo sie ursprünglich wohnt.
Und ja, da werde ich sie besuchen für ein paar Tage. Wir haben uns jetzt wirklich seit meinem Geburtstag nicht mehr gesehen. Also ein Monat und 5 Tage oder so. Ist halt schon echt hart. Natürlich ist es auch irgendwie ein schönes Gefühl. Man weiß, man vermisst die Person. Aber irgendwie denke ich mir dann, oh Gott. Samuel Joe, der hat noch genug Leben. Der kommt da easy raus. Easy. Ey. Schon sagen. Irgendwie ist es auch, wie gesagt, schön. Aber irgendwie ist es auch scheiße, wenn man seine Freundin nicht hier hat. Ne? Ist halt sehr komisch. Und ich habe ja auch einen Rillepeter, was gestern online gekommen ist, auch eine Frage dazu beantwortet, dass wir bald zusammenziehen und sowas. Also wer das noch nicht weiß, ich ziehe am 1.2. mit meiner Freundin zusammen hier in Düsseldorf. Da werde ich auf jeden Fall auch richtig viele coole Videos hochladen. Allein schon vom Umzug, wie wir dann vielleicht zu Ikea fahren oder sonstiges. So viele Sachen werde ich euch da zeigen. Ich werde euch die Wohnung vielleicht erstmal leer zeigen, ne? Vielleicht so, ja, komplett die Wohnung ohne alles leer zeigen. Und dann nochmal komplett voll, wenn sie komplett eingerichtet ist. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, Leute. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sehen wollt. Aber ja, deshalb sage ich auch, Leute, ey, da mache ich wirklich zu wenig Werbung. Auf Instagram, da zeige ich so gut wie alles aus meinem Leben, jeden Tag. Es gab selten Tage, wo ich keine Story hochgeladen habe. Deshalb, tut mir den Gefallen, checkt das auf jeden Fall mal aus, meine Insta-Stories. Mein Kanal, mein Instagram-Account, vielfifa_rne, ist auch ganz oben in der Beschreibung verlinkt. Einfach draufklicken, kostenlos folgen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, weil da bin ich jeden Tag aktiv. Und da, wirklich, ey, seit 4 Monaten, ich bin bei 340.000 stecken geblieben. Es geht irgendwie nicht weiter voran auf Instagram, das ist sehr komisch. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall am Ball, wie Fußballer, und versuche da definitiv mit YouTube und allem Mühe zu geben, durchzuziehen, auch wenn es mal nicht läuft. Und ja, ich habe auch mit vielen Leuten geredet und sowas. Und klar, das habe ich auf jeden Fall aus dieser Situation erfahren und alles. Also generell einfach, wo ich mich gerade befinde. Ich will nicht sagen, dass es gerade scheiße läuft bei mir. Es läuft nicht scheiße. Klar, es lief früher mal besser, keine Frage. Aber es gibt halt immer so Phasen im Leben. Da läuft es mal besser, da läuft es mal schlechter. Es gibt Höhen und Tiefen, wie man so sagt. Ne? Und deshalb, damit habe ich mich jetzt auch abgefunden. So, ihr wisst ja, letztes Jahr, keine Ahnung, ich war irgendwie voll, was heißt letztes Jahr, sogar vor ein paar Monaten noch, da war ich richtig down gewesen. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe mir meine Videos angeguckt, diese Videos, wir müssen reden und so. Ja, Freunde, ich fühle mich gerade nicht so gut, so. Und das ist alles halt eine Kopfsache, wirklich. Es kommt so viel vom Kopf aus, Leute. Und das ist halt echt das Krasse, Mann. Es kommt so viel einfach vom Kopf aus. Und wenn ihr im Kopf nicht stabil seid, dann werdet ihr es auch nicht körperlich oder geistig sein. So, und das ist halt das Wichtige. Ihr müsst wirklich, oh mein Gott, was macht der denn? Der liegt da einfach so. Ihr müsst euch wirklich zusammenreißen, Leute, und niemals aufgeben oder sonstiges. Das will ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben. Ich bin jetzt hier kein Motivator oder, wie soll ich das sagen? Da gibt es ja die Leute, die einen nicht, ach, ihr wisst, was ich meine da. Die Leute, die so Motivationsvideos machen und sowas. So einer bin ich jetzt nicht. Aber ich will natürlich auch für meine Zuschauer nur das Beste, weil ihr mir auch nur das Beste wünscht. Natürlich gibt es auch, klar, es gibt Hater, keine Frage. Aber berühmtes Sprichwort, hast du keine Hater, hast du nichts erreicht. Und das zeigt mir auch wiederum, dass ich was erreicht habe. Und diese Hater, ja, die gibt es halt im Leben. Es gibt im Leben nichts, wenn man dir einem nichts gönnt, keine Frage. So, und das jetzt zu diesem Thema, das soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt im Hintergrund den Kampf noch ein bisschen genossen. Also mittlerweile hat jeder irgendwie so sein Leben ein bisschen am Arsch. Ah, guck mal. Ich weiß jetzt, woran man sieht, wer im Ring ist. Oh mein Gott, das ist mir gerade erst aufgefallen. Achtet mal drauf, bei Elias unten links ist so ein roter Rahmen und bei Bray Wyatt ist so ein blauer Rahmen. Das hätten wir eigentlich letztes Mal herausfinden können, als wir dieses eine Match da gehabt hatten, Leute. Bruder, reicht doch mal langsam. Wir sollen mal jetzt die Hand hergeben. Komm, mach mal dieses Power-Tap. Hallo? Komm doch her, was macht der da? Elias, Bruder, komm her. Elias. Er kriegt erstmal einen Tritt auf die Fresse, ne? El Rilla hat zwar das wenigste Leben. Nein, er geht zu Samoa Joe. Bruder, was ist los mit dem? Wollen die mich loswerden? Ja, jetzt rollt er mich noch runter. Geil, ich lass die Jungs mal da machen. Oha, bring den Mist im gelben. Wir waren. Oh mein Gott, was geht hier ab? Hä? Das passiert, wenn du von Leuten umgeben bist, die dich verachten. Baron, du solltest wissen. Was zur Hölle geht denn hier ab? Du schlägst den eigenen Mann. Wieso waren wir denn auf einmal im Ring? Ich habe gar nicht oben links auf die Aufgabe geachtet. Okay. Boah, hat er dem gegeben, der Braun Strowman. Ach du Scheiße. Boah, Braun haut sie alle um.
Das Monster ist entfesselt. Oh, der packt sich Samoa Joe. Schmeißt ihn auch noch weg. Bruder, was geht ab? Was stellt der da an mit denen? Wie soll Bass diesen Mann in einem Elimination Chamber? Wie soll überhaupt das jemand schaffen? Bruder, hat die hier gerade alle auseinandergenommen. Alle, die sind alle tot. Hat die alle auseinandergenommen. Ich wundere mich gerade, ich bin gerade so gechillt, ne? Will mit euch ein bisschen reden. Auf einmal kommt da so eine Zwischensequenz. El Rille ist im Ring. Dachte mir auch gerade so, okay, was geht hier ab? Kranker Kampf. So Leute, schnuppern wir mal rein, was in der nächsten Woche passieren wird. Ich bin gespannt. Was erwartet uns jetzt nach diesem heiklen Tag Team Match? Braun Strowman, Alter, das Monster, der erinnert mich irgendwie an Broly von Dragon Ball Z, Alter. Wenn der einmal seine Kraft auslässt, ist der nicht zu stoppen. So hat er sich gerade angefühlt, ne? Ohne Witz, der hat gerade einfach alles auseinandergenommen. Junge, Dragon Ball, Alter, meine Kindheitsserie, Alter, so geil. Be careful what you wish for. Was ist das denn, die Soldaten? It's a saying everyone has heard 1000 times, except apparently you, Buzz, because you asked for this. You said you'd overcome whatever I put in front of you to win the Universal title. Well, this now stands in your path. Along with 4 other superstars who cannot wait to tear you apart in an Elimination Chamber match. It makes me question your mental health. Because only an insane person would wish unimaginable pain and suffering on themselves. Only an insane person would wish to be in a nursing home 50 years from now, unable to hug their grandchildren because of injuries they sustained decades earlier from these hands. But the SWAT team's not out here tonight to protect Braun Strowman from an insane person. No, Buzz, they're here to protect you. They're also here to protect my investment because I want the WWE Universe to pay to see Braun Strowman end your short-lived career at Elimination Chamber. And finally, they're here to protect your wishes, no matter how insane they may be. Oh, jetzt will der auch noch was sagen. Buzz, I'm not usually a generous man, but an Elimination Chamber, I'm going to grant you all your wishes. Unfortunately for you, it's not going to be like when John Cena grants wishes. No. It'll be much, much worse. Seine Stimme macht mir voll Angst, Alter. Aber der wird noch sehen. Der wird noch sehen, Leute, Alter. Ich bin gespannt, ob dieses... Oh, was geht jetzt ab? Was war das? Oh mein Gott, El Rille ist einfach einer von den SWAT-Typen. Was ist das denn? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Was war das? Oh mein Gott, was ist gerade passiert? Oh mein Gott, er hat den auseinandergenommen. Oh mein Gott. Der größte Konter aller Zeiten. Was? Und er hat einfach das in seinen Bauch getan, eine Metallplatte. Und der hat da voll draufgehauen. Und der Braun Strowman hat da voll draufgehauen. Oh mein Gott, was ein Konter. Verdammte Scheiße, Alter. Und ja, Freunde, an dieser Stelle beenden wir die Folge, Alter. Bruder, was ein Konter von El Rille. Der Braun, der haut dem einfach drauf. Er hat da so eine fette Metallplatte drin. Digga, Alter, diese Story, ne, an sich so Bombe. Und ja, ich versuche, wie gesagt, jede Folge mindestens 20 Minuten zu halten, Leute. Seid mir nicht böse, wenn die Folge mal vielleicht ein bisschen kürzer ist oder sonstiges. Aber wir stehen langsam wirklich vor dem großen Finale. Und ja, übermorgen geht's definitiv weiter. Wird uns da schon der Kampf um den Universal Title zukommen? Wird er schon da auf uns warten, der Kampf? Oder was wird noch passieren, Leute? Deshalb schaltet alle wieder ein am Dienstag, wenn es heißt WWE. Checkt auf jeden Fall, wie gesagt, mal Instagram ab. Auch gerne meinem Partner Level Up. Könnt ihr euch gerne was gönnen mit meinem Code. Auf Rille gibt es 5% oben drauf. Und damit würde ich sagen, ich verabschiede mich. Euer Rille-Peter ist raus. Kranke Folge. Zerschmettert den Like-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, Leute. Ich verabschiede mich. Haut rein und ciao.